Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Kulturfestival Schleswig-Holstein 2020+. Mein Name ist Klaus Eichler. Ich bin eigentlich Dokumentarfilmer und Filmeditor, bin aber irgendwie unverhofft in die Situation geraten, Bücher schreiben zu sollen und zu wollen und zu müssen. Wir machen heute hier ein Werkstattgespräch mit dem Titel 100 Jahre nicht gelesen, und es wird darum gehen, wie kann man sich mit gefundenen Dokumenten, Archivalien, Fotografien und so weiter historische Geschehnisse vorstellbar machen? Und wie kann man diese Vorstellung dann in Literatur überführen? Das ist sozusagen die Aufgabe. Ich stecke also in einem Buchprojekt und Sie sind sozusagen leibhaftig und live dabei, gebe Ihnen Einblicke sozusagen in die Entstehung dieses Projektes. Ja, Werkstattgespräch, leider kann man nicht viel mit dem Publikum sprechen, weil natürlich Corona-bedingt kein Publikum da ist, sondern nur sehr freundliche Kameraleute, Licht-, Ton- und Regieleute. Vielleicht kann man später in Diskurs treten. Ganz sicher bin ich mir, dass also bestimmte Herrschaften hier aufmerksam folgen werden. Ich weiß, dass das also verfolgt wird bis nach Österreich, wohin meine Grüße gehen. Es geht zunächst um eine Person, die wohl noch keiner so richtig kennt. Es ist eine Dame, die 1892 in Rheinfeld in Holstein geboren war. Kennen wird man vielleicht aber eine andere Person, die nämlich in der Schifffahrt ziemlich groß gewesen ist, König der Weltmeere gewesen ist. Das ist Albert Ballin, Hamburger Reeder, war damals Chef der Hapag und hat also die Hapag, die jetzt viele Jahre später mit dem großen Konkurrenten, dem norddeutschen Lloyd, zu Hapag-Lloyd fusioniert war, also zum König der Weltmeere gemacht, und die Hapag hat er sozusagen zur größten Reederei weltweit gemacht. Allergrößten Schiffe und auch die allermeisten Schiffe, also er war wirklich eine Topfigur, ungefähr vielleicht heute zu vergleichen, weiß ich nicht, mit Apple-Gründern oder solchen Leuten. Also das war wirklich eine große Nummer. Hat in Hamburg gelebt, in der Feldbrunnenstraße, hat dort viele Veranstaltungen abgehalten, hat dort auch Salons abgehalten, hat dort Dia-Vorträge veranstaltet, und viele Menschen sind dort zusammengekommen. Unter anderem war auch regelmäßig der damalige Kaiser von Deutschland, Wilhelm II., zu Gast, der also alle paar Wochen mit dem Sonderzug aus Berlin gekommen war. Viele Gäste hat dieser Albert Ballin auch in seinem Sommerhaus im holsteinischen Hamfelde bei Trittau empfangen. Davon werden wir später noch mehr hören. Wenn man sich fragt, und wenn man einen Film machen will über so eine Person, was wir eigentlich vorhatten, dann fragt man sich auch, wie ist denn diese Person? Und wenn man wissen will, wie so eine Person ist, dann fragt man doch am besten vielleicht Leute, die ihn nicht direkt gekannt haben, aber die seine Nachfahren sind. Und so habe ich Kontakt bekommen zu einer Familie in Österreich, Familie Hueber, die also auch vor einigen Jahren auf den Gedanken gekommen ist, doch mal auf den Dachboden zu gucken, um zu sehen, was dort denn eigentlich alles für Schätze liegen. Und dort haben Schätze gelegen, die also, um die sich jedes Museum in Norddeutschland sich reißen würde. Also nicht nur, dass dort Gemälde sind und Fotoalben der Kieler Woche und Ballins Zwicker und so weiter, sondern Tausende von Fotoalben, Testamente, alle möglichen Dokumente, die also aus der damaligen Zeit, der großen Zeit der Belle Epoque erzählen. Ja, wenn man sich mit dem Albert Ballin beschäftigt, kommt man zwangsläufig nicht nur darauf zu erzählen, dass er die Kreuzfahrt erfunden hat und ähnliche Dinge, sondern es rückt auch in den Fokus eine andere Person, nämlich seine Tochter, Irmgard Ballin, die einen Offizier geheiratet hat und dann natürlich Glückwunschtelegramme bekommt vom Kaiser, weil das wirklich eine berühmte Familie gewesen ist.
Und so habe ich also bei der Familie Hoeber in Österreich also die dollsten Dinge vorgefunden. Also man isst dort direkt also von Geschirr und Besteck Albert Ballins, gibt es einen Weinhalter von einer von dem ersten Kreuzfahrtschiff der Augusta Victoria. Also mit diesen Dingen kann man sich schon die Frage stellen, wie ist dann der Albert Ballin gewesen? Ja, ich hatte schon gesagt, es geht um seine Tochter, Irmgard Ballin, geboren 1892, die aber gar nicht als Ballin geboren ist, also es ist eigentlich gar keine Ballin-Tochter gewesen, sondern aus den Dokumenten, aus den zahlreichen Dokumenten und Dingen aus Staatsarchiven und Kirchenarchiven kann man also sehen, die ist in einer völlig anderen Familie geboren, nämlich in Rheinfeld in Holstein, in einer Landarbeiterfamilie. Und im Alter von 2 Jahren ist sie adoptiert worden von dieser Familie Ballin aus noch nicht geklärten Umständen. Und ihre eigentliche Familie, das kann man hier sehen, ist ausgewandert nach Argentinien. Und sie ist also in diese Familie Ballin gekommen als kleines Kind, ist aufgewachsen, ist also zu einer jungen, charmanten Frau geworden, die immer mehr natürlich auch junge und hübsche und adrette Männer kennenlernt und dies alles in einem sogenannten Tagebuch zusammenhält. Ihr Lebensweg, der führt leider in eine Katastrophe im Jahre 1918, aber darüber werden wir später noch mehr hören. Ja, wie gesagt, die Familie Hueber kommt eben eines Tages darauf, die Frage stärker zu klären, was eigentlich alles auf dem Dachboden zu finden ist, das über die norddeutsche Herkunft der Familie erzählen kann. Und da das ja so halb Werkstattgespräch ist, halb Lesung, werde ich Ihnen also auch den einen oder anderen Text vortragen aus diesem im Entstehen begriffenen Buch, aus dem Sie und oder Sie können beurteilen dann, ob man sich aus den Texten ja das vorstellen kann, wie die Welt wohl damals gewesen ist. Aber schon bald steigen Sie auf den Dachboden, einem früheren Heuboden von stattlichem Maß. Heinz schaltet das Licht ein. Dann schaut er sich im Türbogen stehend kurz um, strebt dann langsam voraus in den leicht staubig duftenden Raum. Er schlägt eine Plane zur Seite und gewinnt den Blick auf einen alten Reisekoffer. Es ist einer dieser mit hölzernen Beschlägen umfassten, schweren Koffer, die man vor langer Zeit besaß, als man mit Ozeandampfern über den Atlantik gereist war. Dann wendet er den Kopf zu seiner Frau, die sich ein paar Schritte weiter nach rechts bewegt hat, um eine bessere Perspektive auf den Fund zu bekommen. Sie wirft einen mutmachenden Blick zu Heinz hinüber, der immer noch auf den alten Dielen gebeugt hockt. Nun wendet er sich wieder dem Koffer zu, schiebt ihn erst mit beiden Händen ganz hervor, um darauf sogleich mit einem kräftigen Stoß den oben auf dem Koffer liegenden Dreck wegzupusten. Oh la la, da ist aber Staub von 100 Jahren, sagt er. Aber nun schaut auch Ingrid mit etwas skeptischem Blick, denn die Jahre, die der Dreck anzeigt, lässt sie ungewiss sein, was sie aus dem Innern des Koffers noch erwarten kann. Vielleicht ist hier die Feuchtigkeit hineingekommen, vielleicht alles von Motten zerfressen. Dann betätigt Heinz, eins nach dem anderen, die Messingklappverschlüsse. Klack, klack. Schnellen die Bügel hoch. Dann hebt er den Deckel mit beiden Händen leicht an und spreizt ihn dann langsam, aber vollständig mit einem Knarren auf. Ingrid und Heinz schauen gebannt. Der Koffer ist bis oben hin voller alter Dinge: Papiere, Bilderrahmen, Fotoalben, kleinerer Gegenstände. Jetzt kniet sich auch Ingrid nieder. Zusammen legen sie die obersten Teile hinaus und stapeln sie vorsichtig neben sich auf den Brettern des Dachbodens. Bei einer in dunklem Blau gefärbten Papphülle halten sie ein. Sie schlagen den Buchdeckel auf und bekommen mehrere darin liegende Fotografien zu Gesicht.
Es ist Albert Ballin, der große Hamburger Reeder, König der Weltmeere, der Millionen Menschen in die neue Welt gebracht hat. Eines der Bilder zeigt ihn, den fast grenzenlos mutigen Entrepreneur, in einer seltenen, nämlich skeptisch dreinblickenden Pose. Ingrid nimmt das Bild in die Hand. Währenddessen greift ihr Mann bedächtig wieder in den tiefen Ozean des Koffers, dessen Meeresinhalt, die Ecken und Kanten all der Papiere, Alben und Fotografien wie Wellenspitzen nach oben weisen. Heinz schiebt ein paar Dokumente und Fotos beiseite und greift mit seiner Rechten ein in Stoff gebundenes Album. Er nimmt es heraus. Heinz blickt zu Ingrid und diese zu ihm herüber. Dann auf das Album. Sie blättern es auf. Als sie nach einiger Zeit des Staunens am Ende des Albums und fast völlig im Gefühl der vergangenen Gegenwart angelangt sind, finden sie einen eingehefteten, hellblauen Briefumschlag vor. Das Kuvert ist verschlossen. Heinz blickt Ingrid fragend an, dann auf das Kuvert. Und wieder wendet Heinz sich Ingrid zu. Sie nickt, so als wolle sie sagen, na los, Heinz, öffne es. Er öffnet es. Darin finden sich drei weitere Kuverts. Alle drei sind ebenso verschlossen. Alle drei sind an Herrn Leutnant Bielfeld adressiert, Heinz' Großvater. Aber warum sind die Briefe noch verschlossen? Warum hat Großvater die Kuverts nie geöffnet? Womöglich waren sie auf dem Postweg verloren gegangen? In den Wirren des Ersten Weltkriegs? Aber warum hat sie bis heute niemand geöffnet? 100 Jahre nach dem Versenden der Briefe. Ja, also, wenn sie bisher niemand geöffnet hat, ist es vielleicht besser, es auch heute nicht zu tun, sagt Heinz. Ingrid indes ist ganz gegensätzlicher Meinung. Briefe sind dazu da, um gelesen zu werden, mein lieber Heinz. Und heute ist der Tag. Na, wenn wir uns schon für unsere, also deine Herkunft und all die Dinge hier nicht interessieren, unsere Kinder werden es nimmer tun. Diese Worte sind nicht ohne Wirkung auf Heinz. Sie scheinen ihm auf eine Weise einleuchtend zu sein. Zunächst schaut er immer noch etwas skeptisch auf die ungeöffneten Briefumschläge und kann sich weiter eines Staunens über das, was er in den Händen hält, nicht erwehren. In vollem Vertrauen auf die Worte seiner Frau greift er dann mit dem kleinen Finger unter das offene Ende der Umschlagslasche des ersten Briefes und reißt eine kleine Wunde hinein. Um den Vorgang noch einmal zu unterbrechen, schlägt er den Umschlag noch einmal herum, entziffert die etwas verwitterte Stempelfarbe und sagt, schau, abgestempelt ist der Brief am 6. November 1918, Postamt Trittau. Das ist in Holstein, nicht? Dann löst er vollends den Falz entzwei, biegt mit der gespreizten Hand die nun entstandene Öffnung auseinander und greift mit zwei Fingern der anderen Hand hinein. Er zieht den leicht knisternden Brief hinaus, faltet ihn auf. Im Schimmerlicht des Dachbodens lesen sie erst langsam, dann immer besser entziffernd und vor sich hin murmelnd die Handschrift von Irmgard, Heinz Großmutter. Sie richtet Worte an ihren Mann, der ebenso Heinz heißt. Lieber Heinz, es sieht wohl wüst bei euch aus. Aus Kiel kommen ja die schlimmsten Nachrichten. Vater sitzt in großen Ängsten um uns und will mich nun wieder nach Hamburg haben. Und ich muss sagen, ich würde mich hier viel sicherer fühlen als in der Stadt. Wenn es tatsächlich zu Umzügen auf dem Lande kommen sollte, so überlässt man den Leuten alle Lebensmittel und ich glaube bestimmt, dass man dann ganz in Ruhe gelassen wird. Vor Hamburg habe ich wirklich ein Grauen. Wenn da auch überall Maschinengewehre aufgestellt würden, das wäre mir sehr persönlich recht unsympathisch. Heinz und Ingrid schauen sich fragend an. Was meint sie mit Maschinengewehren? Fragt Heinz dann. Na, schau doch nur aufs Datum, Heinz. Ich denke, es ist die Revolution. Am Ende vom Ersten Weltkrieg. Und wie alt ist Irmgard da? Und er beantwortet sich selbst, so 26, nicht? Heinz lässt das Papier heruntersinken. Ihm wird klar, wie nah am Ende das alles war. Aber noch mitten im Leben. Wollen wir den zweiten Brief öffnen, fragt Ingrid dann.
Noch halb betäubt von all dem Rätselhaften geht Heinz auf Ingrids Vorschlag ein. Sie lesen vor sich hin. Mein lieber Heinz, ich war gestern noch einmal bei meinem Vater. Er liegt ja nicht hier. Heinz, es ist ja so fürchterlich. 2 Nächte lang lag er in der Leichenhalle gegenüber vom Gefängnis zwischen den Verbrechern. Wir ahnten es nicht. Ich war im festen Glauben, er sei in irgendeine Kapelle gebracht worden. Als ich nun gestern hinging, eine halbe Stunde bevor er in den Sarg gelegt werden sollte, sah ich diese schmachvolle Behandlung. In Papier hat man ihn gewickelt. Und so sollte er weggeschafft werden. Ich blieb so lange bei ihm, bis er sein Recht bekam und schmückte seine Decke mit Blumen und grünen Ranken. Auf den Sarg kamen noch einige Kränze, die wir in aller Eile besorgt hatten, damit er nicht ganz ohne Schmuck nach Ohlsdorf gefahren wurde. Heinz und Ingrid blicken sich an. Da ist der Ballin tot, sagt Heinz leise in den Raum. Ja, und nur 6 Tage nach dem letzten Brief. Was war so plötzlich passiert, fügt Ingrid fragend hinzu. Naja, ein Magendurchbruch, zu viele Beruhigungsmittel. Heinz lässt das Papier sinken. Es ist ein Moment der Stille. Dann richtet Ingrid sich plötzlich auf und sagt, hast du das mitbekommen? In einem anderen Brief hat Irmgard geschrieben, Onkel Hugo ist ganz plötzlich in der Grippe verstorben. Ja, was hat das zu bedeuten? Naja, die spanische Grippe, die Pandemie, die damals in der ganzen Welt gewütet hat, sagt Heinz. Mit dem fragenden Blick in des jeweils anderen Augen vergessen Heinz und Ingrid im Moment, dass sie auf dem Dachboden ihres oberösterreichischen Hauses angekommen sind. In dem Dachboden ihres oberösterreichischen Hauses sind, dem Ort, der aus der Zeit gefallen ist. Ja, soweit die erste Leseszene. Also man hat mitbekommen, es geht hier um eine Pandemie, in der wir ja selber auch gerade stecken. Und es geht darum, sich vorzustellen, wie es vor 100 Jahren vielleicht zugegangen ist, hier in Holstein und in Hamburg, als also auch tausende Menschen von dieser, ich weiß nicht, ob es eine Coronavirus ist, aber ein ähnlicher Virus, der also zahlreiche Menschen am Ende des Ersten Weltkriegs hingerafft hat. Also diese Frage mit den Funden auf dem Dachboden, und ich glaube, irgendwie jeder hat irgendwie bei seiner Tante oder bei seiner Oma oder bei sich zu Hause Dinge auf dem Dachboden. Die Frage wirft auf, wie können wir uns die Dinge der Vergangenheit aus den Dokumenten heraus vorstellbar machen? Wie kann man also vielleicht anstelle eines Spielfilmes, eine Imagination bekommen? Was ist uns dazu gegeben? Uns ist dazu gegeben ein Tagebuch in 2 Bänden, viele Briefe, vor allem Briefwechsel zwischen Irmgard und ihrem Mann Heinz Bielfeld, zahlreiche Fotografien, Lebensdokumente, Geburtsurkunden, Impfbescheinigung, Heiratsurkunde, Totenschein. Auch also aus der Lebensgeschichte Irmgards ist jetzt ein Buchprojekt zustande, wie vorher über den Albert Ballin ein Buchprojekt entstanden war. Diesmal soll es ein Roman sein. Wenn man sich literarisch mit Irmgards Lebensgeschichte beschäftigt, springt vor allem ihre Jugend, ihre Liebe zu ihrem Mann Heinz, das Eheleben und Familienleben mit 3 Kindern in den Fokus. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist so eine Liebesgeschichte im Jahr 1910 entstanden? Dazu habe ich also einige Dokumente freundlicherweise überlassen bekommen von der Familie Hueber. Man sieht die hier wahrscheinlich 16-jährige Irmgard auf der Kieler Woche, wo also eine illustre Gesellschaft versammelt ist. Die Leute werden von einem Maler gemalt, von einem Fotografen fotografiert. Und dort entsteht also eine Liebesgeschichte zwischen der Irmgard und dem Seeoffizier Heinz Bielfeld. Es kommt zu einer Vermählung, die damals in der Yellow Press gestanden hat. Es kommt zu einer Hochzeit.
alle möglichen Leute gratulieren aus aller Welt. Der Kaiser gratuliert, der Reichskanzler gratuliert. Selbstverständlich Balin selber gratuliert auch, selber krank und deswegen kritzelnd mit einem Bleistift auf einem Stück Papier irgendwie gerade noch gefunden im Bett, beglückwünscht er seine Tochter und nennt sie also zum ersten Mal Frau Bielefeld und fragt sie also in liebenswürdigster Weise, ob sie also einen Tag nach der Hochzeit immer noch, ob ihr Ehemann immer noch lieb zu ihr sei oder ob sie zurückkommen möchte zu ihren Vatern. Ja, das sind solche Dokumente, die uns vorliegen, also Fotoalben bzw. dieses Tagebuch, sogenannte Tagebuch aus der damaligen Zeit, das dann von der weiteren Lebensgeschichte der Irmgard erzählt. Sie beziehen ein Haus in Kiel im Dübelsbeker Weg in Düsternbrook, machen eine Hochzeitsreise zunächst nach Berlin und später noch eine größere Reise nach Cannes. Und man sieht hier also links den stolzen Ehemann. Das sind irgendwie alles Dokumente, die natürlich irgendwie Leben versprühen und in denen man ins Fantasieren kommen kann, wenn man nicht in der heutigen Zeit eingefangen werden will, wie hier dieses Haus etwas profanerweise heute aussieht. Sie ziehen nach Hamburg, in ein Haus in der Nähe des Klostersterns in Harvestehude. Es werden Kinder geboren und gibt es also ein eigentlich sehr glückliches Ehe- und Familienleben in Hamburg und in Hamfelde in Holstein. Wie diese Liebesgeschichte zustande gekommen ist, davon möchte ich jetzt wieder eine Szene vorlesen. Das Lampionfest. Ein auf einem Hügel gelegenes Landhaus, dessen rückwärtige Umrandung ein kleiner Laubwald bildet. Eine Auffahrt führt auf das in Ockerfarben gestrichene Haus. Davor ein aus Kies gestalteter Platz. Am Fuße des Hügels weitere, rundherum angelegte, kleinere Gebäude. Ein frischer Sommerwind weht umher. Vogelgezwitscher. Großes Hallo im Vorhof des Landhauses. Während das Ehepaar Ballin die ersten Gäste, also zum Beispiel das Ehepaar Wolf aus Berlin und Herrn Tropeninstitutsdirektor Professor Nocht, nebst Gattin begrüßt, werden den frisch Eingetroffenen von den Bediensteten ihre Gemächer zugewiesen. Da kommt ein weiteres Auto vorgefahren. Ballin stürmt nach draußen. Praktisch in dem Moment, als die Räder des weinroten Fahrzeugs noch nicht einmal zum Stehen gekommen sind, greift der links hinten sitzende Max Warburg zum Türgriff des Autos und lässt die Tür nach hinten aufklappen. Da das Auto noch in einen letzten Schwung hat, schwingt die Tür gleich wieder zu. Max Warburg macht eine verzweifelte Geste an dem Türgriff, als ginge dieser nicht wieder auf, als wäre er gefangen und käme nie mehr raus. Schon läuft Ballin über den Kies auf das Auto zu, währenddessen er laute Rufe der Zuneigung über den Hof schallen lässt. Ein breites Lächeln im Gesicht des Bankiers zeigt an, wie sehr er die Zuneigung erwidert. Ballin lässt seinen Freund Max aber im letzten Moment links liegen, macht eine plötzliche Wendung und einen Bogen um den Sitzbereich seines Freundes herum, geht hinter dem Fahrzeug entlang auf die Seite, wo Alice Warburg sitzt. Dann bleibt Ballin stramm stehen, betätigt ihren Türgriff, verbeugt sich zutiefst, während Alice Warburg mit sichtlicher Freude dem gastgebenden Reeder ihre rechte Hand entgegenstreckt. Wider ihr Erwarten nimmt der aber nicht ihre Hand, um ihr aus dem Fond zu helfen, sondern führt jenige zu sich heran, um einen Kuss anzudeuten. Ist von der anderen Seite zu vernehmen. Im Hause herrscht bereits ein kleiner Trubel. Schon nimmt man einen ersten Drink ein. Noch mit den Gläsern in der Hand versammelt Albert die Gäste im Salon. Mit einem erst gespielten Gesicht und einem Zeigestock in der Hand weist er jetzt auf eine Tafel hin, auf der die unumstößliche Hausordnung aufgeschrieben ist. Dabei wird schnell klar, dass es nicht etwa um irgendwelche Einschränkungen geht, sondern
einer der Grundsätze die absolute Unabhängigkeit und Freizügigkeit während des Aufenthalts proklamiert wird. Albert zitiert dabei mit etwas überzogener Miene einzelne Zeilen aus der gerahmten Wandtafel. Was deutsche Gastfreundschaft so oft verleidet, ist die Erwartung, dass man während des ganzen Tages zusammenkleben und gegeneinander niedlich sein muss. Die Gäste schauen sich betroffen an. Albert führt fort. Wir erwarten weder von unseren verehrten Gästen, dass sie uns schön tun, noch muten wir ihnen zu, unsere Gesellschaft öfter aufzusuchen, als ihnen lieb ist. Die Leute lachen. Mit einem Prosit und dem Klingen der Champagnergläser wird allseitig die Vereinbarung besiegelt. Ach, eins noch. Die Zeit des Frühstücks wählen Sie selbst. Mittag gibt es Punkt 1, Tee um Punkt 4, Abendessen um 7. Und heute haben wir ja ein besonderes Gartenfest, das Lampionfest. Ein kleiner Applaus in der versammelten Gruppe. Halt, ich hab noch was, sagt Berlin, dann mit erhobenen Zeigefinger. Stille im Saal. Es kommt heute noch ein junger Herr. Mein Automobil holt ihn gerade aus Vorburg ab. Er ist Offizier der Marine. Die Herrschaften schauen etwas verwundert auf Berlin. Ein Offizier? Rutscht Frau Nocht heraus. Geheimnisträger? Macht Max Warburg Witze. Ja, aber ich bitte Sie, nicht so sehr auf den jungen Herrn zu starren. Das werde ich schon tun. Denn Berlin wird jetzt ganz melancholisch und spricht sich selbst wiederholend etwas leise weiter. Denn das werde ich schon tun. Dann weist er mit einer Geste auf Irmgard, die sichtlich errötet ist. Denn der Herr Leutnant Bielfeld wird morgen um die Hand meiner eben noch Kind gewesenen Tochter anhalten. Kurze Sprachlosigkeit im Saal. Totale Stille. Die Herrschaften suchen mit ihren Blicken Orientierung. Dann braust ein enthusiastischer Applaus durch das Foyer der Landhausvilla. Bravo, auf Irmgard, auf die Liebe, rufen vor allem die Männer. Dann ist irgendwann wieder Ruhe eingezogen in Hammfelde. Über fast das gesamte Anwesen der Berlins hinweg ist kaum Leben zu spüren. Einzig die Sperlinge hüpfen durch die Äste der Hecke an der Straße, an der nach langer Zeit mal wieder ein Automobil entlang gefahren kommt. Als es in den Privatweg einbiegt und über den Kies knisternd den Hügel zum Haus hochfährt, kommt Irmgard aus dem Haus gelaufen. Sie will ihren Heinz Bielfeld begrüßen, der nun aufrecht im Auto sitzend vom Bahnhof Trittau-Vorburg hierher gebracht wurde. Als er Irmgard erblickt, lächelt er verliebt hinüber, dann steigt er aus und beide stehen sich schüchtern gegenüber. Das ist unser Sommerhaus, sagt Irmgard, wobei sie fröhlich mit beiden Händen in Richtung des Anwesens weist. Ich bin entzückt, Fräulein Irmgard, sagt der junge Leutnant etwas steif. Dann nimmt Irmgard seine Hand, zieht ihn in Richtung ihres elterlichen Sommerhauses. Aber das Gepäck, Fräulein, wirft Heinz Bielfeld ein. Ach, das bringt Karl ins Haus, mach dir keine Sorgen, Heinz. Da zieht Irmgard ihn freudestrahlend weiter über das sich über den frühen Sommer freuende Gelände. Hier ist schon alles für das Gartenfest vorbereitet, deshalb stehen die ganzen Stühle hier. Lass uns hier rumgehen. Ich zeige dir erst den Garten und die Gewächshäuser, den See und die Pferdeställe. Es ist so wunderbares Wetter heute. Dann stehen sich Irmgard und Heinz nah gegenüber. Aber sie berühren sich nicht. Und bevor etwas passiert, fragt Heinz, wo ist denn der Herr Generaldirektor, dein Vater? Also ich meine, ich würde mich ihm gerne ordentlich vorstellen, bevor ich hier wie ein Wildfremder umherspaziere. Da zieht sich ein Lächeln auf Irmgards Gesicht. Mein Vater, den interessieren solche Förmlichkeiten eigentlich nicht. Aber mich, Irmgard, ich will mich ihm erklären. Sie blickt ihm tief ins Auge und nimmt dann seine rechte Hand. Nach einer Weile sagt sie, ich glaube, die sind da hinten alle am See, komm. Sie zieht ihn in die entsprechende Richtung. Komm, wir gehen dahin. Nun hat Leutnant Bielfeld einige Minuten Zeit, sich auf das Zusammentreffen mit Berlin vorzubereiten. Was gut für ihn ist, denn der Weg bis zum Ahrensbeek genannten Berlinischen See hinter dem Haus
ist zumindest so viele gelaufene Augenblicke weit, dass Heinz Bielfeld sich die während der Bahnfahrt gut überlegten Worte, mit denen er sich dem Vater vorstellen möchte, wieder und wieder durch den Kopf gehen lassen kann. Als sie an dem See ankommen, finden sie die drei Ehepaare Warburg, Nocht, Franke in ihren etwas ungeordnet über das Wasser treibenden Ruderbooten vor. Sie hören aus der Ferne, wie die Leute auf dem See laut Scherze machen. Leutnant Bielfeld ist etwas irritiert über die alberne Heiterkeit der Gäste. »Wo ist nun dein Vater, Irmgard?« »Tja, ich weiß nicht«, sie blickt sich um. In dem Moment winkt Max Warburg herüber, macht dann aus Spaß von seinem Ruderboot aus einen militärischen Gruß. Irmgard winkt mit errötetem Gesicht zurück. »Hier ist der Vater«, ertönt plötzlich aus ihrem Rücken eine tiefe, sonorige Stimme. Irmgard und Heinz drehen sich um. »Oh, Herr Generaldirektor«, beginnt der Leutnant nun seinen Text, »gestatten Leutnant Bielfeld, Marineoffizier aus Kiel. Ich möchte Ihnen meine Dankbarkeit aussprechen, hier in Ihrem sommerlichen Anwesen erscheinen zu dürfen.« »Ich weiß«, unterbricht Berlin ihn, »wir hatten ja schon Briefkontakt. Haben Sie den Weg gefunden, Leutnant? Auf dem Lande navigieren ist eine ganz andere Sache, nicht?« Er mustert Heinz Bielfeld von oben bis unten. Dann überlegt Heinz Bielfeld einen kurzen Moment, bevor er antwortet: »Ja, aber wenn das Ziel gefunden werden muss, wird sich ein Weg finden, Herr Generaldirektor. Für mich ist es eher«, Balin neigt etwas den Kopf, er ahnt, dass nun aus dem Mund von Heinz noch etwas Entscheidendes folgt. »Für mich ist es eher eine Herausforderung, Herr Generaldirektor, mich den Gepflogenheiten eines solch berühmten Hauses zu benehmen. Wobei, fragt Balin etwas fordernd zurück, »wobei ich nicht mehr tun kann, als meine ehrliche Zuneigung anzuzeigen.« Dann atmet er tief aus. Da schwingt Balin seinen ganzen Arm mit ausgestreckter Hand in einer kurvigen Flugbahn auf den Leutnant zu. Bielfeld reagiert intuitiv und schlägt dem Reeder mit einem festen Handschlag ein. »Willkommen auf Valhall«, ruft Balin dann mit einem Scherz in den Augen, wobei er über das ganze Gesicht breit grinst. Weitere Feiergäste treffen auf dem Grundstück in Hamfelde ein. So auch eine Anordnung aus dem stormannischen Teil des Dorfes, der Bürgermeister, der Pfarrer, eine Lehrerin und aus dem lauenburgischen Dorf mit dem gleichen Namen Hanfelde, ein Kuriosum, das es nicht allzu oft gibt, Gutsbesitzer Gustav Dreckmann. Er hat eine in Papier eingewickelte Schnapsflasche in der Hand. Auch einige von der Lehrerin ausgewählte Kinder sind aus dem Dorf gekommen. Sie werfen sich Bälle zu, springen einen Schritt vor und einen zur Seite und rufen dabei: »Edelmann, König, Bauer, Himmel«, als eines der Kinder enttäuscht »Bettelmann« verkünden muss, tritt es beiseite, setzt sich ein bisschen betrübt an den Stamm einer nahegelegenen Eiche. Eine kleine Armee von Bediensteten läuft nun aus dem Haus heraus auf die Gartenstühle und Tische zu. Jeder weiß genau, was seine Aufgabe ist und welche Dinge zu verrichten sind. Auf einer ebenen Fläche unterhalb des Haupthauses drapieren sie schneeweiße Tischdecken und sommerliche Blumengestecke auf die Tische. Drumherum stehen Gerüste, und es sind geschmiedete Stangen in den Boden gerammt, die mit Blumen und Girlanden geschmückt sind. An ihren Spitzen tragen sie mit Leinen verbundene Gerüste, gläserne, bunt gefärbte Glaskugeln, die von der Gesellschaft nun näher inspiziert werden. Zögerlich kommen die Hamfelder näher. Dann begrüßen sie höflich und etwas verschämt die Gäste, die bei Familie Ballin zur Übernachtung für mehrere Tage untergebracht sind. Albert Ballin versucht, die Verbindung zwischen den sich noch unbekannten Gästen herzustellen. »Das hier ist Bürgermeister Woltersen«, er klopft ihm auf die Schulter. »Meine Damen und Herren, ohne ihn und sein Zutun hätte ich das Gelände hier gar nicht kaufen können. Ein Hoch auf Woltersen«, der sich über das öffentliche Lob demütig freut. Das Gemurmel löst sich auf. Die Menschen nehmen da Platz, wo sie auf der Tischkarte ihren Namen lesen können. Die Sonne ist fast hinter den Bäumen am Grundstücksrand verschwunden. Nun erhebt Albert Ballin wiederum sich und ein Glas. Er beginnt eine kleine Begrüßungsrede. »Liebe Leute von nah und fern, ich begrüße Sie alle auf das Herzlichste
auf diesem schönen Stück Land. Tja, zuerst haben wir uns auf den Weltmeeren ausgebreitet und nun reicht uns auch das nicht mehr. Jetzt müssen wir auch noch schauen, was im Grünen zu holen ist. Aber keine Angst, hier soll es nicht geschäftlich zugehen. So lasst den ganzen förmlichen Kram beiseite, der unser restliches Leben bestimmt. Wie heißt es so schön bei Goethe? Hier bin ich Mensch. Den Leuten ist die Vervollkommnung des Satzes auf den Lippen abzulesen. Albert Ballin aber endet mit und kein Schwein. Jubeln an den Tischen. Das Essen wird in silbernen Kübeln aus dem Haupthaus zu den Speisewärmern getragen. Mehrere Gänge werden angekündigt. Als Vorspeise eine Hummersuppe, danach ein gerolltes Zanderfilet mit Senfschaum. Als Hauptspeise gibt es Hirschsteak mit Klößen und Preiselbeeren. Als Nachspeise ein Birnenkompott mit Crème Brûlée. Albert Ballin höchstpersönlich steht immer wieder auf und schenkt rundherum den Gästen Hamfelder Oberförster ein. An die Herren verteilt er Zigarren. Dann erhebt er wieder das Wort. Lasst uns einen Toast aufsprechen. Auf Hamfelde und Holstein. Auf Hamburg und das Deutsche Reich. Das Meer, die Welt, die Sterne und auf unseren lieben Kaiser Wilhelm, ohne den es uns heute nicht so gut gehen würde. Artiger Jubel. Auf Kaiser Wilhelm rufen alle pflichtgemäß, teilweise aber schleppend. Und Albert Ballin zieht wieder die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Man hat uns heute einen Abgesandten der kaiserlichen Marine geschickt. Ballin gibt Heinz Bielfeld einen Wink, dass dieser kurz aufstehen möge, was der Leutnant sogleich mit einer Verbeugung tut. Der uns, Ballin blickt in die Runde, dann auf seine Tochter Irmgard, uns und besonders unsere Irmgard vor dem großen Feind beschützen möge. Wieder Applaus und Jubel. Sodann nimmt Albert Blickkontakt auf mit Karl, dem Diener, der am Haupthaus an einem großen Schalthebel steht, und er gibt ihm mit dem hochgestreckten Arm und freudestrahlender Miene ein Zeichen. Im selben Moment erscheint das ganze Gelände, ringsherum in bunten Farben erleuchtet, illuminiert von 1000 bunten Glühbirnen, die alle Gäste, die Tische und sogar ringsherum die Bäume in ein buntes Farbenmeer verwandeln. Großes Staunen bei den Gästen. Und ah, mehr Worte bekommen die Hamfelder zunächst nicht heraus. Dann aber sagt eine Frau, das also ist diese neue Elektrizität? Elektrizität wird sie von ihrem eigenen Sohn verbessert. Auf jeden Fall schön bunt, dieses neumodische Zeugs, resümiert der Herr Pfarrer und nimmt sich hastig einen weiteren Teller Birnenkompott. Kurz nach dem Lampionfest wird ein Brief geschickt. Geliebter Heinz, endlich ist dein Brief angekommen. Hab tausend Dank dafür. Du ahnst ja nicht, wie sehr ich mich gesehnt habe, etwas von dir zu hören. Vater sagt dann auch noch zum Trost, ach, dein Heinz hat dich sicher längst vergessen. Heinz, nur noch 3 Tage und wir können hier wieder zusammen im Park Lust wandeln. Ach Gott, was freue ich mich, dich dann wieder zu haben. Nun habe ich dir noch etwas Tadelloses zu erzählen. Montag in einer Woche kommt der Kaiser zu uns in die Feldbrunnenstraße zum Frühstück und zu einem Vortrag, wovon du ja schon Sonntag gehört hast. Papi lässt dir sagen, du möchtest doch deine beste Uniform mitbringen, weil er dich dann ganz dem Kaiser vorstellen will. Morgen mehr. Ich will jetzt mit Vater ein bisschen spazieren gehen. Herzliche Küsse und Grüße von deiner Irmgard. Ja, das war sozusagen die Hochzeit in der Familie Ballin und Irmgard wird dann zu einer Frau Bielfeld und das hatten wir ja auch schon gesehen, es kommen einige 3 Kinder zur Welt, die dann in Hamburg bzw. in Hamfelde aufwachsen. Es kommt irgendwann dann im Jahre 1914 leider zu einem Krieg, nämlich dem Ersten Weltkrieg, und von dem Moment an ist natürlich das Familienleben bei Irmgard geteilt. Sagen wir mal, der Heinz, ihr geliebter Mann, muss an die Front bzw. auf die See, auf die Nordsee, muss in die Skagerrakschlacht und ähnliche schlimme Dinge.
und kann fortan also nur noch Postkarten schreiben oder Briefe schreiben. Fast täglich kommen Briefe zurück und so hat man eben bei der auf dem Fund auf dem Dachboden mehrere hundert Briefe gefunden, die also Grundlage sind für die Entstehung dieser ganzen Handlung. Ja, der Krieg bringt natürlich auch das Lebenswerk von Albert Ballin also zu Ende. Also die weltgrößte Reederei geht kaputt und es kommt Revolution nach Deutschland. Und es kommt an vielen Stellen zu großen Katastrophen. Und dazu möchte ich jetzt meine letzte, etwas kürzere Szene vorlesen. Der Anruf heißt diese Szene. Ballin hatte recht. Der Krieg würde auch die Revolution herbeischaffen. Ballin selbst war aufgefordert worden, seinem alten Freund Kaiser Wilhelm nahezulegen, dass er zurücktreten möge. Aber von Kassel-Wilhelmshöhe war Ballin dann völlig niedergeschmettert wieder abgereist. Ein deutscher Kaiser dankt nicht ab, hatte er von diesem gehört. Nun war in Wilhelmshaven und Kiel ein Truppenaufstand entfackelt, der dann das ganze Land als Flächenbrand erfasste. Aus seinem Büro am Alsterdamm, Klammer auf, heute Ballindamm in Hamburg, Klammer zu, war er unter Androhung des Todes von den Revolutionstruppen vertrieben worden. Kurz nachdem ihm allerdings von Parteivertretern im Reichstag nahegelegt wurde, nun selbst Verantwortung im Land zu übernehmen. Als Irmgard, die sich schon seit Wochen mit den Kindern in Hamfelde aufhält, zum Telefon gerufen wird, ahnt sie bereits, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Von Fräulein Struck, ihrem Kindermädchen, bekommt sie wortlos den Hörer übergeben. Ballin ist tot. Bei Professor Schottmüller in der Privatklinik Wünsch am Hamburger Mittelweg sei er am Mittag verschieden. Sein Leichnam sei bereits weggebracht worden. Aber wohin weggebracht? Was ist passiert? Flüstert Irmgard verzweifelt in das Telefon. Am anderen Ende ist Bernhard Huldermann, Ballins Privatsekretär. Aber wie man in Hamburg sagt, nichts Genaues weiß man nicht. Angeblich habe ihr Vater zu viel des üblichen Beruhigungsmittels genommen. Ein Magendurchbruch. Tausend Gedanken schwirren Irmgard nun durch den Kopf. Ich komme sofort nach Hamburg. Wo ist der Leichnam hingebracht worden? Ruft sie dann in die elektrische Ferne. Vermutlich ins Leichenschauhaus. Ja, wo? Schimpft sie Huldermann an. Dann bricht sie zu weinen aus, fängt sich aber auch da wieder schnell, denn ihr ältester Sohn Albert hat auch zu weinen begonnen, als er seine Mutter so sah. Sie tröstet ihn, sagt, Opa sei im Himmel. Fräulein Struck, die ihrerseits tief geschockt ist, gibt Irmgard die Versicherung, dass sie hier alles regeln würde und die Kinder versorgen würde. Frau Bielfeld solle tun, was sie beabsichtigt. Dann wirft sich Irmgard einen Mantel über, rennt schwer erschüttert in den Novemberregen, um die Mutter, die sich im ihrigen Hamfelder Haus auf demselben Grundstück aufhält, zu informieren. Marianne Ballin ist wie versteinert. Sie wird über Stunden keinen Ton herausbringen. Irmgard lässt sich eine Kutsche aufzäumen, um sich zum Bahnhof Trittau bringen zu lassen. Von dort nimmt sie den Zug nach Hamburg. Am Hamburger Kaiserbahnhof, Dammtorbahnhof angekommen, läuft sie zu Fuß zu ihrem Elternhaus in der Feldbrunnenstraße. Karl Fischer, der Diener, von dem man sagte, er würde Ballin bis in den Tod zur Seite stehen, und Krück, ein Freund des Hauses, sind noch da. Sie fallen sich in die Arme. Schnell fragt Irmgard, was passiert sei. Fischer und Krück erklären Irmgard, dass sie Herrn Generaldirektor einen knappen Kilometer auf Händen bis zur Privatklinik Professor Wünsch getragen hätten, denn ein Taxi oder gar ein Krankenwagen sei nicht zu bekommen gewesen. Welche Leichenhallen gibt es? Ruft sie Krück zu. Na, ich weiß von der Klinik in Eppendorf und Barmbek und natürlich vom Ohlsdorfer Friedhof. Vielleicht ist er da. Aber was wollen Sie denn, Irmgard? Will Karl Fischer, Ballins Tochter, noch aufhalten. Aber da ist Irmgard schon im Hof. So läuft sie zunächst in Richtung Eppendorf. Durch die Straßen sausen Lastkraftwagen, die jetzt rote Banderolen tragen.
Schon an der Kreuzung zur Hochallee muss Irmgard einen Maschinengewehrposten passieren. Zunächst will man sie nicht durchlassen und als Irmgard sich vehement zeigt, ist man dabei, sie festzunehmen. »Lass sie, Mann!« ruft einer der Genossen herüber. »Das ist die Tochter von Balin!« »Ja und? Das macht die Sache ja nicht gerade besser,« pöbeln die anderen zurück. »Ich habe gesagt, lass sie durch!« faucht der erste Genosse so deutlich, dass die anderen beiden schließlich einen tieferen Sinn hinter dem Befehl vermuten. Dann lassen sie tatsächlich von Irmgard ab und sie kann weiter ihres Weges laufen. Am Eingangstor zur Klinik versichert man ihr, dass im Laufe der letzten 24 Stunden nur Schussopfer eingeliefert wären und dass ihr Vater sicher nicht hier wäre. Also läuft sie einige Kilometer zurück bis zur Kellinghusenstraße. Dort würde angeblich die Hochbahn noch fahren. Diese besteigt sie auch und rumpelt mit der grün-orangenen Bahn Richtung Westen durch den Stadtteil, in dem sich ihr Haus in der Nähe des Klostersterns befindet. Als sie in der Bahn von einer alten Frau angesprochen wird, was mit ihr sei und dass doch der ganze dumme Krieg und die Revolution bald auch vorüber seien, erklärt Irmgard weinend, dass ein privates Schicksal sie verfolge. »Was wollen Sie ins Leichenschauhaus? Gehen Sie mal zum Dammtor, in den Knast. Da werden viele eingeliefert. Ich weiß es, denn ich putze da«, sagt sie. Irmgard ist dankbar für die Aussage und sie drückt der Frau herzlich die Hand. Am Schlump muss sie aus der Bahn und von hier aus läuft sie wieder zu Fuß, wieder durch Maschinengewehrposten und brennende Straßenbarrikaden. 1000 Bilder surren Irmgard durch den Kopf. Ihr ganzes Leben bei den Balins. Sie, das jüngste Mädchen einer Landarbeiterfamilie, für die es später ganz normal war, dass der Kaiser zum Frühstück kam. Was würde nur aus Deutschland werden? Aber noch wichtiger, was würde aus Hamburg? Was aus Holstein, Hamfelde, Kiel? Werden sie jemals wieder glücklich sein, wenn Heinz hoffentlich unbeschadet aus dem Krieg zurück wäre? Was würden die Kinder für eine Zukunft haben? Nach langer Odyssee schließlich wieder am Kaiserbahnhof angelangt, schwenkt sie rüber in die Richtung, wo sich das Untersuchungsgefängnis befindet. Hier spricht Irmgard vor, aber man will sie zunächst nicht reinlassen. Auf dringendes Bitten, ob man nicht in den Papieren nachschauen könnte, ob Albert Ballins Leichnam hier eingeliefert worden wäre, antwortet die Dame im Personalzimmer lapidar: »Da brauche ich nicht zu gucken. Der Balin, der ist hier, ist heute mit einem Pferdewagen herbeigebracht worden.« Dann entspannt sich Irmgards äußere Erregung. Sie wird ernst und gefasst und fragt: »Und, darf ich ihn sehen?« »Und wer sind Sie denn?«, fragt die Dame. »Ich bin seine Tochter.« Jetzt schaut die Justizbeamtin Irmgard recht freundlich an und sagt: »Selbstverständlich, kommen Sie mit.« Dann wären Türen auf und zugeschlossen, Gänge durchquert. Dann gelangen sie zu der Leichenhalle. Die Dame führt Irmgard zu einer riesigen Holzkiste, in der nahezu 20 Leichen liegen. Jeder Leichnam ist von Papier umwickelt. So entdeckt Irmgard ihren Vater, geht näher an ihn ran und beginnt sogleich bitterlich zu weinen und streicht mit ihrer Hand zärtlich über die seine. Dann redet sie ihm gut zu, sagt, er sei der beste Vater gewesen, den sie sich hätte vorstellen können, auch wenn sie den richtigen Vater nie kennengelernt habe. Dann geht Irmgard. Regen strömt auf Hamburg nieder. Schon nach wenigen Stunden hat der Tod Albert Ballins sich in ganz Hamburg rumgesprochen und Irmgard hat ihren Mann Heinz mit einem Feldpostbrief vom plötzlichen Ableben seines Schwiegervaters informiert. In ihrem Elternhaus in der Feldbrunnstraße wird eine kleine Trauerfeier abgehalten, aber auch da kann ihr Mann Heinz nicht dabei sein. Max Warburg, der große Banker, hält eine Rede, aber er kann die an seinen besten Freund gerichteten Worte nicht zu Ende bringen. Der Mann, der einem Bankenweltimperium vorsteht, kann sich vor Rührung nicht halten. Dann erfolgt die Beisetzung im kleinen Kreise auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Wieder schickt Irmgard einen Brief. Sie selbst fühlt sich mittlerweile nicht gut, vermutlich im Regen erkältet, sagt sie sich. Aber sie muss sich tatsächlich ins Bett legen. So sehr hat es sie erfasst. Als es die nächsten Tage nicht besser wird, wird der Arzt geholt. Dr. Schlüter macht kein gutes Gesicht. Irmgards Fieber steigt, sie hat dunkle Ringe um die Augen und am darauffolgenden Tag einen blutigen Auswurf.
Auch die Kinder sind erkrankt, aber sie erfasst es nicht ganz so schlimm. Womöglich die spanische Grippe. Die ist mit den Truppentransportern aus Amerika rübergekommen, sagt Dr. Schlüter. Ja, mit dem Schiff, das früher Vaterland hieß und Ballins Schiff gewesen ist, gibt sein Assistent strebsam zu Protokoll. Jetzt wird ein Krankenwagen aus Hamburg geholt und wie ein fremdes Ungetüm steht der moderne, eigentlich für das Militär bestimmte Wagen in dem kleinen stormanschen Dorf. Irmgard wird in die Klinik nach Hamburg gebracht. Vorsorglich schickt man ein Funkentelegramm auf die Seydlitz, das Schlachtschiff von Heinz, oder das, was nach der Skagerrak-Schlacht davon noch übrig ist. Als inzwischen Kapitän zur See Heinz Bielfeld, der den dienstlichen Pflichten für das Vaterland gemäß die meiste Zeit seines Ehelebens der Familie fernbleiben musste, in Hamburg ankommt, liegt Irmgard im Sterben. Auf ihrem Nachttisch im Krankenhaus liegt Heinz das grün eingebundene Tagebuch seiner Frau, der oft scherzhaft Peterchen genannten Irmgard Bielfeld, Mädchenname Ballin, geborene Emma Anna Auguste Kirchheim. Ja, so ist das Ende zugleich des großen Albert Ballin und auch das Ende der Irmgard Ballin, die eben nur 26 Jahre alt geworden ist und drei Kinder hinterlassen hat und drei Briefe hinterlassen hat, von denen wir anfangs gehört haben, drei Briefe, die auf dem Dachboden gefunden wurden und bis zum heutigen Tag eben nicht geöffnet wurden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.